So, hallo Freunde. Ich habe hier ein VC20 auf dem Tisch und habe aus einem anderen VC20, der funktioniert, habe ich alles quergetauscht und nachgeguckt und ja, war auf jeden Fall der Wigship, der war kaputt hier auf dem Board. Den habe ich jetzt aber auf dem anderen übernommen. Jetzt müsste alles andere, was jetzt tauschbar ist, noch an ICs, habe ich getauscht. Und wie ihr seht, seht ihr Käse. Das Charom, das habe ich auch getauscht, also das funktioniert in dem anderen, also das Charakter-ROM, das funktioniert auf jeden Fall in dem anderen wunderbar. Das habe ich jetzt auch hier drin, das glaube ich das. Ja, aber trotzdem solche komischen Zeichen. Spannung habe ich alles geprüft, ist alles richtig, alles da, Sicherung in Ordnung. Tja, mir fällt jetzt im Moment nichts mehr ein. Vielleicht, wenn einer schon so ein Bild mal hatte und weiß irgendwas. Dann gerne melden, ne? Okay, ich suche mal weiter.